Ja, war ein heftiger Tag. Also das zum Jahresabschluss war das nochmal so das i-Tüpfelchen. Damit hätten wir nicht gerechnet. Das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mit David von Osnakast zusammen. Ich mache es ja sonst gewerblich und in diesem Fall war es ja komplett eintrittfrei und die sind aus ganz Deutschland gekommen, komplett überlaufen. Mit so viel hätten wir nicht gerechnet, die Polizei nicht gerechnet. Ganze Parkplätze voll. Aber im Endeffekt hat die Polizei und auch wir ein positives Feedback aus dieser Sache gezogen. War ein super Treffen, alle waren sehr gut zufrieden. Und für die breite Masse, die heute hier hingekommen ist, ja, war einmalig. Also sowas war schon heftig. Sehr gut. Deutlich mehr auch als erwartet worden ist. Ja, endlich. Endlich mal wieder. Für jeden was dabei, viele Menschen mal wieder nach langer Zeit. War super. Was hier heute los gewesen ist, es macht einfach super Spaß, sein Auto hier zur Schau zu stellen und vielleicht auch mal den Leuten zu zeigen, dass Tuning nicht gleich Posing bedeutet oder Rasen, sondern einfach wirklich das Auto entspannt hier abstellen, schön mit seinen Kollegen ein bisschen quatschen, vielleicht noch eine Shisha rauchen oder sowas. Es ist halt super entspannter Abend, ne? Schön. Also es ist toll, mit den ganzen Leuten halt wieder zusammen zu sein. Es macht Spaß, die Autos anzugucken und einfach wieder die gewohnten Leute zu sehen, was ja vorher leider nicht so möglich war. Das ist geisteskrank, was hier heute los ist, wirklich. Also wir haben Leute aus Holland hier, wir haben Leute aus Frankfurt hier, die extra deswegen hier hingekommen sind. Es ist halt super entspannter Abend. Ja. Wir haben mit diesem Event eigentlich versucht, zum Ende nochmal einen vernünftigen Saisonabschluss zu finden. Gerade weil einfach dieses Jahr mit Corona so viele Instagram-Seiten irgendwie auf irgendwelche Parkplatztreffen darauf hingewiesen haben, haben wir wirklich versucht, im vernünftigen Rahmen in Verbindung mit der Marktleitung und der Polizei hier ein vernünftiges Treffen auf die Beine zu stellen und den Leuten einfach nur ein Meet and Greet quasi zu bieten. Und das hat uns auch, ich glaube, allen ganz gut gefallen. Ja.